Sie sind wieder im Grünen. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute wieder wir beiden zusammen. Wir machen genau mal wieder hier traditionell im Mammutmarsch-T-Shirt, wenn der schon nicht stattfindet im Moment. Wir sind jetzt nach Leichlingen gefahren, ist auch ein schöner Name, Richtung Solingen, und wollen zur Sengbachtalsperre. Ich korrigiere, Wermelskirchen ist näher als Solingen, glaube ich. Irgendwo also da so die Ecke. Ich bin durch Wermelskirchen gefahren. Ja, auch, bist du auch. Solingen ist eigentlich auf der anderen Seite, hier ist Leichlingen. Wurscht, Sengbachtalsperre. Genau. Solingen, eine der ältesten Trinkwasserversorgungsanlagen in Deutschland. 1900 gebaut, circa 1903. Roundabout, aber ich hoffe, wir kommen da an. Wir wollen nicht zu viel versprechen, weil wir laufen auf blauen Dunst. Aber bei dem schönen Wetter. Da ist nicht mehr da. Sieht aus wie eine Liege, die nehme ich direkt. Wir sind gerade total in Love. Es ist so ruhig hier. Und wir haben uns in diesen Weg hier verliebt. Also wir haben jetzt den Wanderparkplatz Sengbachtalsperre genommen. Gibt es genauso bei Google zu finden. Sollen jetzt circa einen Kilometer laufen bis zur Talsperre. Das ist ja ein gemütliches Fleckchen hier. Ja. Wir sind jetzt gerade mal einen Kilometer unterwegs, aber... Ich habe jetzt gedacht, da läuft einer. Nee, da läuft einer. Ich habe es mit Wäldern irgendwie. Oh, das müssen wir uns jetzt mal geben hier. Süß. Boah, und das Wetter ist fantastisch. Gut. Süß gemacht, ne? Ja. Hier, wenn es regnet, mach einen kleinen safe Untergrund. Sieht schon irre aus. Auch hier die Seite, ne, mit den Steinen. Richtig schön. Richtig hoch. Ach, da auch die Schlucht da drunter. Ne? Ja. Sieht so nah aus, aber wahrscheinlich laufen wir jetzt da noch ein Stückchen bis dahin. Nö. Ne, da fängt der Wall schon an. Weil hier vorne. Jo, stimmt. Wow, ist das hoch. Oh, da unten müssen wir auch noch her. Hat richtig Charme, das Teil. Das ist ja das Schöne, weil das die älteste ist. Die ist dann noch nicht so modern verbaut mit diesen kleinen Zinntürmchen hier. Sieht richtig schick aus. Boah, und es ist hoch. Aber es ist schön. Aber auch mit Höhenangst kannst du dich hier hinstellen. Ja, durch die Mauer, ne? Du merkst so ein bisschen im Bauch so ein leichtes Kribbeln, aber dadurch... Nö, das ist weit genug weg. Ja. Wow, Leute. Und wo kommt man da die Treppe runter?
Die Treppe ist nur für Leute, die da arbeiten, die da. Ach ja, das ist ein Wasserlauf. Weil du kannst in die Staumauer reingehen. Ich dachte, das wäre ein Weg, weißt du. Ja, nee. Dann haben sie extra den Zaun gemacht. Hier waren bestimmt welche, die einfach dann da reingesprungen sind oder so. Das ist Trinkwasser. Oder die halt irgendwelche Sachen reingeschmissen haben. Das dient hier wirklich zur Trinkwasserversorgung. Das wird gesammelt für die Stadt Solingen. Ja, es kann sein, dass du das dann deswegen nochmal zusätzlich hörst. Guck mal, früher war das nicht so. Da hattest du nur einfach da das normale. Es gibt genug Idioten auf diesem Planeten, leider. Leider, ja. Dinge, wie dieser Weg da verschwindet im Wald, ne? Das muss ja auch irre aussehen, wenn da dann das Wasser runterkommt. Da kann man aber nicht hin, ne? Wir gucken, ob man den Weg wenigstens da vielleicht nachher begehen kann. Den kann man sicherlich begehen. Ja. Weil das würde mich nämlich dann reizen. Dann stehst du da und machst mit dieser Staumauer im Hintergrund ein Foto. Genau das. Machen wir nachher vielleicht mal. Vorhin hat die Stimme von da unten, glaube ich, gehört. Glaube ich. Schalte so. Süß, da möchte ich jetzt gerne rein. Oh, ich liebe so altes Zeug. Oh, es ist hier gerade Völkerwanderung. Hier geht's aber wieder hoch, wa? Jo. Zumindest erstmal. Unsere Idee war jetzt nach unten zu gehen, weil wir gerne die Mauer noch von der Talsperre sehen würden. Kann man vielleicht da hinten auch erst gehen? Und... Boah. Ich auch. Ich wurde jetzt auch gerade ange. Oder auch nicht. Wir testen mal. Wenn nicht, laufen wir auch gerne hier durch das Wäldchen. Genau. Der hat mich jetzt. Fühlt sich an wie im Hochsommer hier. Wieder so eine kleine, schöne Hütte. Aber was macht der Stacheldraht da oben? Für die Vögel? Waldschule. Waldschule leider zu, ne? Da möchte ich jetzt auch gerne kommen. Oh. Das ist hier echt... Oh, guck mal, hier kannst du aber reingehen. Oh, wieso? Das ist... Für uns wie Weihnachten. Oh, guck mal, hier ist Barfußfahrt. Das ist auch geil. Erlebnisfahrt hier, Leute. Mit den Füßen fühlen. Tastet euch langsam und vorsichtig. Ja, die geschlossenen Augen lassen wir mal. Ja. Weil Karl mit geschlossenen Augen hat ein gebrochenes Knie. Sollen wir mal die Schuhe ausziehen? Können wir machen. Echt jetzt? Ich habe nur hässliche Füße. Also wenn irgendwas wirklich hässlich ist, allgemein, was ich bei jedem Menschen hässlich finde, sind Füße. Aber da dürfte ja keiner wohnen sonst, ne? Nein, nein, da ist nur so ein Schulding hier. Und wenn nicht, wäre ja hier abgesperrt, oder? Ja, müsste eigentlich. So, wir ziehen mal eben unsere Mauken auf. Ich habe jetzt schon Angst auf die Kieselsteine. Au! Sieht elegant aus, also, ne? Hier gehen das. Au! Da mein wunderschön ist auch dieser halb lackierte Fußnagel. Au, das tut ja, ja, das tut gut. Aha, das ist Naturbad. Das ist auch noch nett. Das ist kalt. Da sind die ganzen Sachen da liegen, egal. Ich habe mir jetzt den Schädel am Ast gehauen. Oh nee. Was ist ein Oh nee, Ameisen? Tannenzapfen. Tannenzapfen, das ist cool. Das ist wirklich gar nicht so schlimm, man sieht. Aua, dachte doch. Kommt ein Hund. Nicht, dass der gleich mit unseren Schuhen abhaut.
kleinen Hund. Siehst du nur, mit den Schuhen wegrennen. Oh ja, das ist. Zahnzapfen ist was. Oh. Leider ja. Aber das sieht auch schön aus. Schade. Sie versucht noch einen Blick zu erhaschen. Schade, alles zu. Also nach Corona kommen wir vielleicht noch mal hier hin. Ne? Ja. Nach Corona, wann auch immer das sein wird. Honig vom Imker. Oh, ich finde den Eingang schon toll. Ich habe Spinnenweben in der Fresse. Kannst sogar klingeln. Ja, weil du wahrscheinlich den Hund. Fallträgeln. Ja, richtig ja, so. Keine Bäume verletzen. Das habe ich noch nie gemacht. Oh, Zaunkönig. Da gibt gerade ein Zaunkönig Vollgas. Wollen wir mal zu den Tippen gehen? Ja. Ich will jetzt nicht ums Haus rumschleichen. Ich weiß auch nicht, ob hier jemand wohnt oder das nur zum Schulbetrieb so offen ja, ist. Aber die Dinger sind ja super. Ach, der Sauerländische Gebirgsverein, Schlösserweg. Ja, Schlösserweg ist der Ding. Hier, das ist Wald. Das ist so eine Springspinne. Springspinne, deswegen wollte ich sie jetzt auch nicht hüpfen, weil ich weiß nicht, wohin sie dann springt. Obwohl, ich habe da keine Art. Schon was los hier. Blümchen. Weißt süße Blümchen. Und süßer Weg. Hier ist alles süß. Wir sind begeistert. Wir sind begeistert und wir sind ganz, ganz gechillt. Es fehlen nur noch ein paar Eichhörnchen. Ja, Maus hat sie schon gesehen. Ja. Aber man wird so müde. Also irgendwie diese Ruhe. Und dann so diese Naturgeräusche. Hm. Ja, gut. Ja, bis auf das. Das sieht auch so schön verwunschen aus, ne? Hat was. Also können wir auf jeden Fall empfehlen. Zum Wandern und Spazieren gehen, Sengbachtalsperre. Ja. Schön. Schöner Wald und was auch immer toll ist, diese Abhänge, wo man so weiter gucken kann. Diese riesen Bäume. Alle paar Meter hat man hier so Infotafeln. Mit nackten Menschen drauf. Ja, wegen dem Waldsterben. Wald der Zukunft. Ja, schlimm genug. Toller Wald. Das ist so ein Bild, was ich so gar nicht vertragen kann wieder. Ja, das auch nicht. Ja. Oh, wir haben Wasser gefunden. Wir haben Wasser gefunden. Wasser gefunden ist auch schön. Das könnte, ich will nicht zu viel sagen, weil Geografie 6, aber die Wupper ist hier zumindest. Ja, das würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass die das ist. Ja, so nebenarm ist oder was. Gehen wir auf jeden Fall hin. Uns bleibt nicht wirklich in der Wahl. Wir sind in Serpentin hier runtergekommen. Ich war jetzt neben dir. Ja, mach ruhig, alles gut. Schön. Nur, die Brücke passt nicht so ganz hierzu. Die hätte auch noch so ein bisschen mehr oldschool natürlich verwackelter sein dürfen. Ja, wer jetzt Pipi muss, ne, hat die Arschkarte, oder? Und wenn du dann da auf den Stein guckst und siehst die Reflexion von dem bewegenden Wasser. Ja.
Wir nehmen natürlich wieder den anderen Weg. Ah, eine schöne Furt. Hätten wir auch nehmen können. Schön. Das ist geil mit dem Flachen. Bams! Mittagessenszeit. Oder Siesta? Die Bank ist aber hier. Ist das gemütlich? Na, Srovje. Skål. Skål. Das Fleckchen hat uns hier gut gefallen. Das nehmen wir dann nochmal. Wir sind jetzt knappe 7 Kilometer, ne? Jo, 6,87. Ja, mir fehlt einer, weil ich wieder verpeilt habe zu drücken. Möchten Sie ein Tomate? Noch kühl? Passt. Ja, alles gut. Schulz. Wir sind gerade schon wieder bei Leckereien. Geht nicht, gibt kein Eis. Wir haben uns gestärkt. Einkaufen. Aber das Essen war auch gut, komm. Healthy Snacks haben wir genommen. Sind trotzdem voll gefressen. Jetzt sind wir schon wieder auf dem Rückweg zum Auto. Viel haben wir heute nicht gemacht, knappe 7-8 Kilometer. Knappe 8, ich habe jetzt 7-7. Ja, bis wir am Auto sind 8,5. Aber es ist einfach zum Relaxen und gucken ist das schön. Ja. Bis auf das, was jetzt kommt, hier sind jetzt Waldarbeiter, aber muss ja auch getan werden. Oh, das riecht nach frischem Holz. Aber echt schön. Also hier kann man noch so einiges erkunden. Guck mal, wir haben sogar ein schönes Dixie da stehen. Das wäre passend jetzt. Da müsste ich dann auch mal hin. Mm.